Hallöchen, da bin ich wieder mit einer neuen Folge Shakes and Fidget und die Flimmerkiste geht immer noch nicht. Erstmal muss ich mich entschuldigen, ich habe eben gerade nochmal das Video hochgeladen von vorgestern. Da ist mir ein kleiner Fauxpas passiert, ich hatte mein Mikrofon auf stumm geschaltet, irgendwie hat das Aufnahmeprogramm trotzdem angezeigt, dass da Ton ist. Und dann habe ich es einfach mal hochgeladen und ja, ich habe es jetzt nochmal hochgeladen, weil jemand sich das gewünscht hatte, sich das Video trotzdem anzuschauen. Ein paar schöne Kämpfe sind da auf jeden Fall drin, also besonders der Kampf im Portal ist sehr zu empfehlen. Und also den können wir uns ja jetzt vielleicht auch nochmal gucken, aber Gildenportal kann man sich halt nicht nochmal anschauen. Den kann ich gerne empfehlen, da habe ich glaube ich hier richtig schön was rausgehauen. Ansonsten ist es wirklich 25 Minuten Stummfilm, obwohl ich da so viele tolle Infos reingepackt hatte, werde ich jetzt versuchen nochmal zu erzählen, aber vielleicht nicht ganz so lustig. Ich versuche es natürlich trotzdem. Also, erstmal das Wichtigste vorab. Es gab einen kleinen Server-Down, jetzt natürlich schon mittlerweile 4 Tage her, am Montag, wo einige Server down waren kurz. Da gab es einen Bugfix. Könnt ihr daran erkennen, dass ich hier eure Version ein bisschen geändert hatte. Und da wurde jetzt gefixt, dass es die Pfingstpads gibt. Ist nichts Großes, sollte halt einfach nur sein, dass denn der kleine Scherenmann hier zu finden ist. Und da war wohl irgendwas noch verbuggt, sollte jetzt alles laufen. Ansonsten machen wir mal schnell unseren Kampf hier, wenn wir schon mal hier bei den Pads sind und müssen auch füttern. Ja, das war es eigentlich auch schon so mit den News auf Server 1. Gab es trotzdem noch ein paar andere Server-Downs. Da weiß man nicht. Vielleicht werkeln die ja da schon wieder heimlich an dem nächsten großen Ding. Da bin ich ja auch mal gespannt, wann sich da was tut. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ich habe noch ein paar Community-Fragen, die ich eigentlich schon beantwortet habe. Aber ihr es nicht hören konntet, weil der Ton aus war. Von daher machen wir das jetzt nochmal. So, den Kampf könnten wir jetzt nicht mehr gewinnen. So, ja, bei Joffrey hängen wir immer noch. Da hat sich einfach nichts getan. So, es gab eine Community-Frage oder eher einen Kommentar halt auch zu dem Video mit hochladen. Habe ich jetzt gemacht, weil der meinte halt, er möchte sich's lieber stumm anhören als gar nicht. Aber ich dachte mir, so viele Leute haben da kommentiert, geil, das war bestimmt ein super tolles Video. Und dann im Endeffekt haben nur alle geschrieben, ja, kein Ton, schon doof. Und dann dachte ich mir, nee, so ein Scheiß, ich höre auf mit Shakes and Fidget und lad das und lösche das Ding. Aber jetzt habe ich es gerade wieder hochgeladen. Könnt ihr euch dann einfach schon mal anschauen. So, ansonsten, was gibt's? Gab es hier einen kleinen Kommentar? Hier ganz unten von M.Holztür. Ja, seit 3 bis 4 Jahren nicht mehr gespielt und es hat sich echt viel verändert. Spiel wird nie langweilig. Ja, das kommt ja regelmäßig, gibt es hier so ein paar Updates. Da haben wir hier den schönen Changelog. Und da hoffe ich natürlich, dass sich jetzt auch demnächst wieder was tut. Wir haben jetzt im Februar das letzte Mal die Schmiede bekommen. Danach noch ein paar kleine Fix und Optimierungen. Aber im Februar kam das letzte Mal was. Mittlerweile haben wir Mai, ist noch nicht wirklich viel Zeit, wenn wir das mal mit letztem Jahr vergleichen. Da kam im April die Pets und dann kam erst im Oktober der nächste Patch. Hoffen wir mal nicht, dass es dieses Jahr so lange dauert. Aber im Zweifelsfall muss man damit rechnen. Das berühmte Sommerloch gibt es immer. Aber wenn wir hier 2015 gucken, da gab es auch im, naja, noch ein paar andere Sachen hier. Reittier wurde verändert, also Flimmerkiste wurde ein bisschen was gemacht. Da gab es noch den Sparfuchs. Das waren noch Zeiten. Und aber eigentlich gab es da im Sommer auch nicht wieder die großen Änderungen. Also wenn im April was nicht kam, dann eigentlich erst wieder recht spät. Also von daher. Aber dann kam auch was richtig Fettes wie die Festung. Von daher kann man gespannt sein, was da kommt. Ich bin zumindest, aber ich glaube nicht, dass jetzt im Sommer was kommt. Ich hoffe es natürlich, aber. Ach, welche Quest nehmen wir da? Ja, nehmen wir die, die bringt ein bisschen mehr Gold. Aber bei der, also Festung könnte man theoretisch auch updaten. Die meisten sind bald durch. Also mit den wichtigsten Gebäuden
könnte man eigentlich jetzt schon durch sein. Das ist einfach mal die Akademie und die Edelsteinmine auf 20 bringen. Dafür muss man die Festung auf 20 bringen. Die Ressourcengebäude müssen da nicht mehr so hoch. Und Verteidigung braucht man ja eigentlich gar nicht mehr bauen. Aber das wusste man am Anfang natürlich nicht. Von daher bin ich da auf Verteidigung gegangen und habe hier, glaube ich, auch den ein oder anderen Pilz reingesteckt, was ich hier mittlerweile sehr bereue. Aber damals war halt alles neu und toll und man wollte halt der Beste sein. Ja, aber sonst, selbst wenn man keine Pilze reinsteckt, ist man, glaube ich, spätestens Ende des Jahres mit der Festung durch und hat eigentlich alles auf 20, wenn man permanent ein Gebäude gebaut hat und das Arbeiterquartier immer gleich nach der Festung hochgezogen hat und am Anfang nicht zu viel getrödelt hat. Also das heißt, man baut Festung aus, sammelt wieder schnellstmöglich die Ressourcen für den nächsten Ausbau und so weiter. Es gibt ja auch welche, die immer erst jedes Gebäude nachgezogen haben. Das ist nicht unbedingt die beste Taktik, besonders da die Festung ja auch das Glücksrad beeinflusst und das einfach mal richtig, also die Haupteinnahmequelle ist für Ressourcen. Aber selbst wenn nicht, hat man irgendwann die wichtigsten Gebäude durch und naja, aber was würde jetzt bringen, wenn man hier einfach mal 5 Level hinzubringt? Also alles auf 25 oder Level 30 erhöht, dann hätte man hier noch ein, zwei Jahre länger was, aber im Endeffekt. Was ändert das? Wir kriegen ein bisschen mehr XP. Wir machen dann irgendwie alle 2 bis 3 Wochen einen Klick mehr, weil wir ein Gebäude ausbauen. Und okay, unsere Edelsteine werden dann auch ein bisschen besser. Aber das war's. Mehr gibt's nicht. Und das ist kein spielerischer Vorteil. Von daher glaube ich nicht, dass da noch so viel kommt. Und ähnlich sieht's halt auch bei den Pets aus. Die sind auch spätestens in einem, also die sind jetzt ein Jahr gut draußen. Ich habe noch nicht ganz die Stufe 1000 erreicht, aber könnte heute oder morgen klappen. Und dann war es das mit den Pets auch. Also eigentlich ist jetzt auch schon nichts mehr spannend, außer dass man... nee, ist nichts mehr spannend. Man macht seine Kämpfe, ob man sie gewinnt oder verliert, ist mir sowas von egal. Weil bringt einfach nichts mehr. Das Einzige, was halt noch ist, ist die letzten Pets einzusammeln, die zu bestimmten Events waren, die man letztes Jahr noch nicht gekriegt hat, wie Pfingsten, Geburtstagsevent, wenn wir die beiden haben, war es doch das auch, dann heißt es nur noch hier die Teile einsammeln. Da haben wir dann auch schon hier einen nächsten Kommentar. Jemand auf deinem Server hat 99 Pets. Na, das gucken wir uns doch mal an. Wo haben wir den? Selbst, aber der ist selbst nicht mehr auf Platz 1, was man eigentlich denken müsste. Okay, wenn der so viel Pets hat, ist er ganz oben. Und im Endeffekt liegt es einfach daran, der hat die Dungeons schon mal richtig gut durchgerockt, hat dadurch auch vom Level her aufgeholt, hat Osteros halt schon 20 Clear, hat schon hier sein 50er Sachen down. Das heißt, das einzige Pet, was ihm noch fehlt, ist höchstwahrscheinlich das Pfingst-Pet, weil ich glaube, so schnell wird er damals nicht gelevelt haben. Ansonsten müsste alles down haben. Alle Abenteuer. Dämonenportal hat er auf jeden Fall, weil er hat 50%. Dann hat er hier bei Wasser das Ding auch down. 14. Dungeon hat er geschafft. Also von daher fehlt nur noch Geburtstagsevent und Pfingsten. Und ich glaube, das Geburtstagspad hat er sich geholt. Also zumindest ist das realistischer zu schaffen gewesen wie Pfingsten, weil da einfach mal noch 4 Wochen dazwischen waren. Und wenn man mal vergleicht, das ist hier einfach nur ein Pad weiter. Und damals waren 4 Wochen einfach viel Zeit, weil die Dinger kamen halt, wie gesagt, erst im April raus. Und ob man dann halt, ich weiß gar nicht, wann Pfingsten letztes Jahr war, aber höchstwahrscheinlich auch im Mai oder Anfang Juni. Und das andere war dann einfach Anfang Juli und da hat man das, glaube ich, schon eher geschafft, das Ding hier zu kriegen. Also da war bei mir auch ganz knapp, also wenn ich ein paar Pilze investiert hätte, hätte ich den auch noch geschafft, down zu kriegen. Aber das war mir damals einfach nicht wert, weil Wasser ist Stärke und Stärke braucht, bringt mir als Kundschafter jetzt nicht so viel. Bei Geschick hätte ich das bestimmt gemacht. Oder habe ich bestimmt auch bei dem einen oder anderen Ding. So, was haben wir noch für Fragen gehabt hier? Ja, wie hast du so viel Pets bekommen? Konnte ich am Montag noch beantworten in dem Video. Mittlerweile hat es schon jemand geschrieben. Ganz einfach, die ersten 3 Pets muss man nicht alle leveln. Wenn man den Korb kriegt, also eigentlich wie im Kommentar schon drin steht, kann man gleich auf das dritte Pet gehen oder man findet es auch zufällig, man sollte auf jeden Fall das dritte Pet leveln. Es gibt einige, die sagen, ich nehme da lieber den Kundschafter. Wo hatten wir den? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Dann war es wohl bei Feuer. Genau, bei Feuer ist der zweite ein Kundschafter und der dritte ein Krieger.
Und es bringt mir doch viel mehr, den zu nehmen, der kann ausweichen und der Krieger nicht so gut. Also wenn ich halt viel Pilze investieren will, komme ich vielleicht mit dem zweiten weiter, weil wir hier hinten auch 12., 13. sind Kundschafter. Der Magier könnte für den echt knackig werden, aber sollte auf 100, na ich weiß nicht, ich möchte mich da nicht zu weit rauslegen, ob der schaffbar ist. Aber zumindest sind die beiden dann mit Pilzen einfach schaffbar. Und theoretisch auch noch der 14., 15., 16. und also theoretisch. Ich möchte nicht wissen, wie viel Pilze man da denn für investieren muss. Aber realistisch ist es gesehen, mit dem schafft man es ganz chillig zum 12. Wenn man den hier auf 100 zieht. Ich hatte damals mit 69 auf den 10. gewechselt, war viel zu früh. Da wäre auf jeden Fall noch mehr drin gewesen. Aber damals war noch alles relativ neu und man wusste nicht, wie weit man spielen muss. Von daher habe ich da halt viel zu früh gewechselt. Also wenn du jetzt mit deinen Pets spielst, fütter immer nur ein Pet, primär, am besten das dritte, dann gehst du bis zum 12., 13., je nachdem, wie die findbar sind. Also es gibt auch manchmal hier an Sommertagen nur im Schwarzwald zu finden. Wenn du es nicht jetzt im Sommer schaffst, sondern denn schon Herbst ist, wenn das Pet freigespielt wird, dann musst du dir sicher sein, dass du den packst, ansonsten wechselst du auch schon auf das Teil hier. Also so einfach kann man das grob umreißen, wie man da mit den Pets vorankommen kann. Ohne jetzt einen Einzelguide zu machen. Ja, wie ist es mit den Gold, die Edelsteine bringen, die hier aus der Edelsteinmine kommen, mit der Ritterhalle? Wie werden die beeinflusst? Und da kann ich sagen, gar nicht. Das ist mal völlig egal, wie hoch die Ritterhalle ist. Die Goldkosten, die du hier rauskriegst, richten sich an zwei Faktoren. Faktor 1 ist die Spielerstufe. Je höher die ist, umso mehr Gold bekommst du. Ja, das ist nochmal einfach. Die Quest nehmen wir. Und das zweite, wonach es sich richtet, ist einfach mal die Suchzeit. Und die Suchzeit erhöht sich halt mit jedem Ausbau. Das heißt grundsätzlich, je höher die Stufe der Edelsteinmine ist, umso mehr Gold bekommst du auch. Wenn du natürlich parallel das Arbeiterquartier ausbaust, senkt sich die Suchzeit und damit auch das Gold, was du pro Edelstein bekommst. Kannst du ja mal einfach testen, wenn du jetzt deine Edelsteinmine immer noch auf 1 hast, baust du einfach die mal auf 2, da müsste sich dein Gold, was du für eine Suche bekommst, verdoppeln. Mit einrechnen musst du natürlich auch die Suchkosten. Wenn du auf Stufe 1 Edelsteinmine suchst, kostet eine Suche nur 150 Gold, auf Stufe 2 schon 300. Das ist irgendwann ab Stufe 200 völlig egal. Aber jetzt im Bereich, wenn du gerade, okay, das ist jetzt schon 4 Tage her, damals ganz knapp erst die Edelsteinmine freigespielt hast, dann bist du vielleicht irgendwann vielleicht noch im 30er-Bereich von deinem Charakter her. Und dann sind 150 oder 300 Gold noch echt viel wert. Aber spätestens, wenn du irgendwo Stufe 100 bist, da ist das egal, da kannst du dreimal am Tag suchen. Das ist dann nicht mal mehr ein Skillpunkt für das Nebenattribut und von daher völlig zu vernachlässigen. Die Kosten für die Ressourcen steigen natürlich auch, aber das geht eigentlich. Wenn du die Edelsteine nicht immer aufs Maximum ziehst, passt das. Ich hatte da es versucht, eigentlich immer so zu haben, dass die Edelsteinmine so ausgebaut ist, dass die Suchkosten, besonders Stein und Holz, nicht meinen Ausbau beeinträchtigen. Skillen sollte es auch nicht beeinträchtigen, von daher einfach immer ein bisschen hinterher haben und nicht unbedingt auf Festungsstufe. Und was natürlich auch noch wichtig ist, ist, dass du möglichst oft suchen kannst. Also dass die Suche vielleicht auch möglichst 24 Stunden läuft. Das ist ab Stufe 15 möglich, indem du dreimal am Tag suchst. Was ich persönlich am besten fand, war Stufe 14. Da konnte ich dreimal am Tag suchen und hatte 7 Stunden Suchzeit. Wenn wir mal gucken, hier Stufe 14, hier haben wir die Suchzeit 7 Stunden bei Maximalausbau des Arbeiterquartiers und da konnte man dann dreimal suchen, das sind 21 Stunden und hatte dann immer noch ein bisschen Pufferzeit, wenn man mal länger geschlafen hat oder irgendwie nicht gleich die neue Suche starten konnte. Also das war eigentlich optimal. Jetzt bei den 8 Stunden schafft man es nicht immer, da läuft das Ding auch einfach mal dann eine ganze Nacht nicht bei mir. Also das ist dann auch kein, ups, Hals- und Beinbruch. Ja, und hier gibt es einfach nichts. Da hat ja jemand geschrieben, neu laden. Aber das Video kann ich irgendwie nicht neu laden. Wenn ich hier neu laden mache, lädt er mir die ganze Seite neu. Vielleicht sollte ich mal überdenken, in einen anderen Browser zu zocken, aber naja. Gucken wir mal, was es noch Schönes gab.
Genau, hier. Kannst du auf neu laden machen und so. Bringt nicht wirklich was. Also abspielen zeigt er bei mir nicht an. Tut mir leid. So, damit sind wir hier erstmal mit den ganzen Comments durch, die es so gab. Ich hoffe, war jetzt nicht so motiviert, weil ich habe das Ganze schon beantwortet, wie gesagt, aber oh, nee. Jetzt machen wir erstmal schnell die Skillpunkte reinhauen, weil dann können wir jetzt den Arena-Kampf machen. Und wenn wir den verlieren, verlieren wir kein Gold. Und nur 42.000, sonst wären es 200.000 geworden. Haben wir gespart. Und sparen tue ich gerne. So, heute ist noch relativ früh am Tag. Ich habe einen Gürtel schon hier reingehauen, weil ich brauchte den Platz im Inventar. Ansonsten habe ich hier noch zwei Gürtel rumliegen, die 5 Millionen geben, aber der eine bringt 226 und der andere 200. Das ist eins von den Items, die ich mir eigentlich aufgehoben hatte, um die hier reinzuschmeißen. Da ich die letzten Tage allerdings so viel Items bekommen habe, die auch noch richtig viel gegeben haben, haue ich die Gürtel jetzt einfach mal weg. Das ist ein Skillpunkt und den möchte ich einfach nicht verpassen. So, dann können wir mal beim Schmied schauen, was wir da noch reinhauen. Ne, wir drehen erstmal machen wir hier ein bisschen Sortierung. So, wir hauen hier einfach mal so zwei Items nach oben. Den Ring kann ich eigentlich verkaufen. Und dann drehen wir erstmal am Glücksrad, weil da kommen manchmal ja recht billige Items. Deshalb mache ich jetzt auch so ungern Videos, weil entweder zeige ich beim Video, wie man am Glücksrad dreht, weil ich das gerne frühs mache, oder wie man die Kämpfe im Portal macht, weil die mache ich gerne am Ende der Alu. So, das Item bringt schon mal gar nichts beim Schmied, kann weg und was anderes gab es nichts. So, dann würde ich ja jetzt am liebsten entweder einen Ring reinschmeißen, Ring, Schmuckstück oder Halskette, die recht viel bringen. Haben wir da was, was 200 bringt? Ja, der hier bringt 220, den schmeißen wir rein, weil er verändert sich dann definitiv nicht. Gestern hatte ich das Problem, ich hatte schon vier Items reingeschmissen und dann kam nur gute, hier habt ihr gesehen, Gürtel und sowas. Und die verändern ja ihre Werte. Und das kann man natürlich nicht gebrauchen, wenn die schon so richtig viel drauf haben. So, was kann man hier noch? Die Brust kommt so, wie sie ist, auch zum Schmied. Und das Ding hier ist auch nur 2 Millionen wert. Das hatte ich auch extra aufgehoben. Habe ich auch mal Items gehortet, die jetzt nicht 2,5 wert sind. So, ansonsten ist hier alles 2,5 Millionen. Genau. So, ist hier noch was bei mit 200? 180. 180. Haben wir denn so ein normales Item? Okay, wir können jetzt noch zwei Stück zerlegen. Wir haben jetzt noch nicht die Alu gespielt. Ich glaube, da kommen heute noch ein paar Items rein, die man gebrauchen könnte. Allerdings bin ich gerade bei 6000. Wenn ich hier noch ein gutes Item reinschmeiße, könnte ich schon was verbessern. Dann bin ich. Na, ich könnte auch die Brust, die geht jetzt schon. Ach, was soll der Geiz? So, 180, aber ich hatte jetzt wirklich schon 250, was echt viel sind. Wir hauen mal das Ding hier vorher in das Klo und gucken mal, was da rauskommt. Auf jeden Fall mehr wie 120. 245, yes, das hat sich gelohnt. Und da sind wir bei 300, reicht das schon? Ach, 360 bräuchten wir hier. 400, ja, für die Waffe reicht es auf jeden Fall nicht. Ah, wir können den Gürtel auf jeden Fall verbessern. Ist ein 5er-Epik zwar, bringt er nicht ganz so viel an Attributen, an Hauptattributen, aber dafür die Nebenattribute auch noch mal ein bisschen mit hoch. So, erstmal kurz wieder rechnen. Ach, nee, die 10-Minuten-Quest ist zu schlecht. Da lieber die kurze, weil in der kurzen kann er danach noch ein Item wiederkommen. So, genau, nehmen wir jetzt den Gürtel oder schmeißen wir noch ein Item rein? Ich würde sagen, wir nehmen den Gürtel, der bringt. Ja, aber wir blättern eh nicht nach Waffen. Und nach Trinken müssen wir vielleicht bald wieder blättern und dann könnten die drei Items ausgetauscht werden. Dann, der hat 84, der hat 70, also es bringt nicht ganz so viel. Aber wir verbessern den mal einfach. Und 170.000 Leben haben wir. Wie viel Schaden machen wir? 22. 1000 hinten, also 5000 Schaden gut hinzu und naja, nicht ganz 100.000 an Leben. Das können wir noch fixen. So.
Kleiner Cheat. Und damit haben wir 100.000 Leben hinzugekommen. Ist schon mal ganz schick. So, was wir auch noch haben, ist ein schöner schwarzer Sava der Cities. Den gab es gerade eben in der Edelsteinmine mittlerweile schon fast 40 Minuten her. Aber der kommt auch rein. Einziger Nachteil ist, der ist grottenschlecht. Wenn wir den mal vergleichen, es gab hier schon einen 34er und der ist nur 19. Das heißt, wenn wir das Ganze mal 2 rechnen, 419 mal 2, könnte man auch im Kopf rechnen. Ich kann das nicht, ich bin ganz schlecht in Mathe. Haben wir 838 und das schlechteste Single-Item ist 874, das heißt, da fehlen fast 30, na, 40 Punkte. Allerdings kriegen wir 419 an Intelligenz hinzu. Und 419 Intelligenz, um die zu skillen, wenn wir einfach mal mit den Skillkosten auskommen, ist ein Drittel so viel wie bei den normalen Punkten. Und da verlieren wir, was soll ich, na, sagen wir 40 Punkte. Das sind, wenn man Geschick und Ausdauer zusammenrechnet, 80 Punkte. Wenn man es hochrundet, 100. Wir haben trotzdem 400, die wir hiervon hinzukriegen. Das heißt, wenn wir die noch halbieren, haben wir 200, die wir an Intelligenz dem Gegner abziehen. Das ist bei Weitem, macht er dadurch einfach viel mehr, also viel weniger Schaden, wie wir an Schaden hinzukriegen oder an Ausdauer. Von daher ist der Stein einfach trotzdem besser wie der und muss leider ausgetauscht werden. Und klack. Und dadurch verlieren wir jetzt aber noch mehr Ausdauer. Uiuiuiui. Aber wir machen es rein. Oh, fuck. 2 Millionen, 2,5 Millionen Ausdauer verloren. Und das trotz Attributsverbesserung. Aber Schaden gab es richtig gut hinzu. 100.000 Schaden. Da hatte ich auch ein paar Kämpfe gehabt im Dungeon Portal. Die sind natürlich jetzt nicht mehr da, weil ich die nicht gespeichert habe. Nicht im Dungeon Portal, bei Joffrey. Wo im Endeffekt rauskam, manchmal habe ich ganz knapp nicht geschafft, weil der irgendwie noch 2.000-3.000 Leben hatte. Manchmal habe ich es nicht geschafft, weil ich einfach zu wenig Leben hatte und irgendwie mit 4-5 Millionen ins Minus ging. Von daher muss ich jetzt auf jeden Fall noch Ausdauer skillen. Mein Ziel war eigentlich, die 7 Millionen Schaden zu halten. Hatte ich auch jetzt erstmalig überschritten gehabt durch das Umsockeln von dem Item. Aber da bin ich jetzt froh drüber, dass ich das habe. Aber ich bin jetzt weit entfernt hiervon bei den 90 Millionen. Welches Item tauschen wir als nächstes? Da kommt ein Geschicksockel raus. Das heißt, da kriegen wir dann wieder die Ausdauer zurück, die wir haben. Allerdings müssten wir hier einen 440er schwarzen Sockel reinsetzen, um das gleichwertig zu haben. Und die wäre natürlich jetzt auch nicht so schnell besser wie sonst immer, weil ich einfach langsamer level, dadurch, dass ich halt eher auf Gold gehe und kurze Quests nehme, die halt Items bringen. Und das dauert einfach. Und Ritterhalle hat sich bei uns jetzt auch in der letzten Woche nicht so viel getan. Aber naja, passt soweit erstmal. Genau, dann Dungeon-Kämpfe. Da zeige ich euch jetzt nicht alle, die wir in dem letzten Video schon hatten. Da machen wir nochmal eine Zusammenfassung, wenn ich alles down habe. So, hier, die eine Quest bringt ein bisschen mehr Gold, aber knappe 200.000 weniger XP und da nehme ich dann doch lieber die andere Quest. Was wir uns noch angucken, ist im Dungeon-Portal der Kampf von gestern. Den haben wir noch. Warte mal, hatte ich den Vorgestern-Kampf auch schon? Wir gucken uns immer von vorgestern sicherheitshalber nochmal an. Da waren wir bei 136, haben wir da gestartet, haben einmal krittet, zweimal krittet, hier mal nicht. Ganz knapp überlebt und dann noch ein 25er rausgehauen. Den hatte ich im letzten Video und da ging richtig gut was runter auf 78. Und da schauen wir mal, wie wir uns gestern geschlagen haben. Fingen schon mal ganz viel niedriger an. Hier haben wir eigentlich schon fast unser Ziel erreicht und jetzt sind wir dabei, was wir schon haben. Und hauen nochmal einen 24er oben drauf. Auch ganz knapp überlebt. Wird knapp. Ich glaube, wir hatten das mit 4 Millionen. Wurden wir vielleicht auch noch überleben. Dadurch, dass wir auch mehr Intelligenz haben, macht er ja auch weniger Schaden und so, bla bla. 53, das heißt, theoretisch ist er jetzt umhaubar. Und ich habe echt ein schlechtes Gewissen, jetzt schon zu spielen, weil
Noch keine Alu. Knapp 150.000 Leben könnte ich noch skillen heute. Aber wir gucken mal rein. Und fangen gut an mit 11 Millionen. 8 Millionen ist ganz okay. Er crittet nicht, das ist sehr schön. Er crittet wieder nicht. Ja, okay. 13 Millionen. Okay, er könnte down gehen, wenn er jetzt nicht. Ja, komm. Oh, nicht einmal gecrittet. Also es zählt für beide. Der letzte Crit bei ihm zählt nicht. Mann. Spannung pur. Der wäre down gegangen. Ein Crit von den Treffern von mir und alles wäre gut gewesen. Oder nee, unser erster Schlag hatte gekrittet, glaube ich. Aber 6,4 Millionen. Ich ahne Gutes für morgen. Dann gibt es morgen die geballte Dämonenportal-Ladung nochmal. Alles am Stück. Von daher gibt es morgen hundertprozentig ein Video. Weil das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, wenn der down geht oder wenn ihr mich ganz laut fluchen hört und einen Tinnitus bekommt, wenn ich das Ding nicht schaffe. So, hier greifen wir mal. Ne, wir kriegen von keinem Gold. Dann greifen wir den schwächsten Spieler an. Das ist eigentlich auch der schwächste, ist vom Level her der niedrigste. Aber wenn man die Attribute. Okay, nee. Er hat zwar mehr Geschick wie der Stärke, aber der. Nee, ist gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Doch lieber den Krieger. Gewonnen. Ha. So, Petkampf. Da geht noch einer. Können wir was Episches reißen hier und voll mal verlieren. So, wie viele Items haben wir jetzt eigentlich? Mehr als genug. Da brauchen wir, glaube ich, jetzt erstmal keins verkaufen. Wir haben 8 Plätze frei, das reicht eine Weile. Ja, wenn hätte ich den auch vor dem Try jetzt verkaufen können. Single-Portal war ich schon, Gildenportal noch gar nicht. Wie gesagt, letztens einen richtig schönen Versuch gemacht. Mal gucken, was wir heute schaffen. Ja, ist auch schon ganz in Ordnung. Oh, ist sehr gut und ein Crit und wir sind weg. Letztens sind wir da noch ein bisschen öfters ausgewichen. Aber trotzdem über 1% abgezogen. Sehr, sehr schön. War einer hier dabei, der schon mehr Schaden jetzt gemacht hat in den letzten paar Minuten? Nicht. So, und damit bin ich durch. Ich hoffe, meine Stimme hat euch gefallen. Wie gesagt, nochmal Entschuldigung für das Video, was jetzt stumm hochgeladen wurde. Dafür gibt es hier jetzt was mit Ton. Und ja, Items upgraden lohnt sich, finde ich, doch ein bisschen. Jetzt fehlen mir natürlich wieder Kristalle. Ich sollte, glaube ich, öfters die einfachen Items jetzt auch mal verbessern, weil ich so viel Eisen habe. Aber naja, von daher werft auf keinen Fall Items hier rein, die nur ganz wenig Kristalle bringen. Also bei mir sind es hier die 32 meistens oder 31, was da oft steht. Oder gar keine. Das lohnt sich nicht. Dann zerlegt lieber gar nichts und verkauft die für euer Gold. So, Flimmerkiste will geschaut werden, geht bestimmt eh wieder nicht, aber trotzdem mache ich das jetzt ganz alleine. Bis morgen. Ciao.